Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich möchte heute über den Liebesbrief sprechen als literarischer Form. Und ich greife wieder auf das Buch von Roland Barthes zurück, der diesem Thema einen eigenen Abschnitt gewidmet hat. Und ich lese zunächst aus diesem Abschnitt vor. Der Liebesbrief. Brief. Die Figur zielt auf die besondere Dialektik des Liebesbriefes ab, der leer, kodiert und zugleich expressiv ist, von dem Bedürfnis getragen, das Verlangen mitzuteilen. Erstens, als der beim Gesandten angestellte Wärter an Lotte schreibt, befolgt sein Brief das folgende Schema. Erstens, welche Freude an sie zu denken. Zweitens, ich befinde mich hier in mondäner Gesellschaft und fühle mich darin ohne sie allein. Drittens, ich habe jemanden getroffen, das Fräulein von B., der Ihnen ähnelt und mit dem ich von Ihnen sprechen kann. Viertens, ich wünsche mir sehnlichst, dass wir wieder vereint sein mögen. Es wird nach Art eines musikalischen Themas eine einzige Information variiert: Ich denke an Sie. Was bedeutet dieses an jemanden denken? Es bedeutet ihn vergessen. Ohne Vergessen ist kein Leben möglich und aus diesem Vergessen wieder und wieder erwachen. Viele Dinge führen dich durch Assoziation in meinen Diskurs ein. An dich denken will nichts anderes besagen als diese Metonymie, denn an sich ist dieses Denken leer. Ich denke dich nicht, ich lasse dich einfach wieder auftauchen, in eben dem Maße, wie ich dich vergesse. Diese Form, diesen Rhythmus nenne ich Denken. Ich habe dir nichts zu sagen, es sei denn dieses Nichts, und du bist es, dem ich es sage. Im Folgenden unterscheidet Roland Barthes von dieser Art wahrem Liebesbrief, den falschen Liebesbrief, der eine Mitteilung machen will, eine Korrespondenz ist, und er findet dafür ein Beispiel aus dem Buch Die gefährlichen Liebschaften von Chardalot de Laclos. Er schreibt: Die Marquise ist nicht verliebt. Was sie vorschlägt, ist eine Korrespondenz. Das heißt, ein taktisches Unternehmen mit dem Ziel, Positionen zu verteidigen, Eroberungen zu sichern. Dieses Unternehmen muss die Stellungen, die Unterabteilungen der gegnerischen Einheit ausmachen, das heißt das Bild des anderen in verschiedene Gesichtspunkte zergliedern, die der Brief zu berühren versucht. Es handelt sich also durchaus um eine Korrespondenz im beinahe mathematischen Sinne des Wortes. Aber der Brief hat für den Liebenden keine taktische Bedeutung. Er ist rein expressiv. Im Folgenden soll es um so einen Brief gehen, der gar kein wahrer Liebesbrief ist, sondern eine Korrespondenz. Doch bevor wir uns ihm widmen, wollen wir darauf hinweisen, dass man sehr viele Liebesbriefe in der europäischen Literaturgeschichte findet, authentische Liebesbriefe von historischen Persönlichkeiten. Heinrich VIII. Hat Liebesbriefe an Anne Boleyn geschrieben, Napoleon an Joséphine de Beauharnais, Schiller, Goethe, Hölderlin und Kleist haben Liebesbriefe geschrieben, Puschkin, Tolstoi, George Bernard Shaw hat einen berühmten Briefwechsel mit Stella Campbell unterhalten, Kafka und Rilke haben Liebesbriefe geschrieben. Es gibt sehr, sehr viele authentische Liebesbriefe historischer Persönlichkeiten. Bei manchen Briefen ist nicht ganz klar, ob sie wirklich vollständig authentisch sind oder ob nicht einer der beiden Schreibenden diese Briefe verändert hat, literarisch aufbereitet hat, redigiert hat. Zum Beispiel ist das immer noch eine Frage bei dem Briefwechsel zwischen dem Theologen und mittelalterlichen Philosophen Abaelardus und seiner Geliebten Heloise. Und dann gibt es rein literarische Liebesbriefe,
wie zum Beispiel die Liebesbriefe, die Cäsar an Kleopatra geschrieben hat, in Thornton Wilders Nobelpreis gekröntem Roman Die Eden des März. Darin nennt Kleopatra ihren Geliebten mit dem Namen Didia und er nennt sie seine Kroko Didia. Ich möchte von einem anderen Art von Liebesbrief erzählen, einem, den Roland Barthes eher in die Kategorie Korrespondenz stellen würde, nämlich von einem gefakten Liebesbrief. Und dieser gefakte Liebesbrief kommt aus einer Komödie von Shakespeare, Twelfth Night oder Or What You Will, was ihr wollt. Und in dieser Komödie geht es um einen Liebesbrief, der einen sehr ehrenwerten, sehr strengen Mann bloßstellen will, der ihn lächerlich machen will und der eben gefaked ist. Worum geht es in dem Stück von Shakespeare, was ihr wollt? Die Handlung ist eigentlich ziemlich einfach. Es hat einen Schiffbruch gegeben und ein Zwillingspärchen ist an einer fremden Küste gestrandet. Sie wurden getrennt. Das Mädchen, Viola, geht an den Hof des Landes zum Herzog Orsino, verkleidet sich als Junge und tritt in seine Dienste. Der Herzog Orsino nun wiederum ist verliebt in die reiche Gräfin Olivia, die gerade um ihren Bruder trauert und von ihm nichts wissen will. Und der Herzog Orsino schickt nun den als Junge verkleidet, das als Junge verkleidete Mädchen Viola zu der Gräfin und sie soll für ihn werben. Und leider Gottes verliebt sich Olivia in das als Junge verkleidete Mädchen, will aber nach wie vor von dem Herzog nichts wissen. Es geht alles drunter und drüber. Ganz zum Schluss taucht dann auch noch der Zwillingsbruder von Viola auf. Und dann löst sich alles zum Guten, weil die Gräfin Olivia kann Sebastian heiraten, der dem in junge Kleider verkleideten Mädchen Viola wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Und Viola darf den Herzog heiraten, in den sie schon seit langem verliebt ist. Ende gut, alles gut. Und in dieser Komödie gibt es eben auch Nebenpersonen. Nebenpersonen, die in dem Haus Olivias spielen. Und da ist zum Beispiel ihr Onkel und das Kammermädchen Maria. Ein Verehrer, ein sehr dummer Verehrer und ein Narr. Und sie alle ärgern sich über den Haushofmeister Malvolio, übelwollend, der sehr puritanisch ist und gar nichts für Alkohol übrig hat und alle kritisiert und über allen sich besser dünkt und das auch ständig kundtut. Und sie jubeln ihm nun einen Liebesbrief unter, der angeblich von der Gräfin Olivia stammt, den aber in Wirklichkeit Maria, das Kammermädchen, geschrieben hat. Sie hat eine Handschrift, die der Gräfin ähnelt. Und Malvolio findet diesen Brief und er, der sich eh schon in der Gunst der Gräfin wähnt und glaubt, er könne tatsächlich einmal Herr des Hauses werden, bekommt diesen Brief in die Hände und in diesem Brief ist genau angegeben, wie er sich verhalten soll, um Olivias Gunst zu erhalten. Er ist schon so erpicht, Herr des Hauses zu werden und tut kund, dass wenn er das einmal sein wird, dann wird er alle von oben herab behandeln. Sie werden alle Katzbuckeln vor ihm. Und genau in dem Moment, als er sich das ausmalt, gerät ihm dieser Brief in die Hände und er geht ihm auf den Leim.
Der Brief, das ist im zweiten Akt, die Szene 5. Und er findet einen Brief und weiß zunächst nicht genau, ob dieser Brief auch wirklich für ihn bestimmt ist. Darin steht, dem unbekannten Geliebten, dies und meine freundlichen Wünsche. Das ist ja noch nicht klar, ob dieser Brief dann tatsächlich für ihn ist. Aber ein kleines Verslein weist schon auf ihn hin. Das Verslein geht folgendermaßen. Ich kann gebieten, wo ich liebe, doch schweigen, wie Lucretias Stahl durchbohrt mein Herz voll zarter Triebe. M-O-A-I ist meine Wahl. M-O-A-I, das sind nun ein Konsonant und Vokale, die in dem Namen Malvolio auftauchen. Und schließlich überzeugt er sich selbst davon, dass er in diesem Brief gemeint ist und beginnt ihn zu lesen. M-O-A-I. Diese Anspielung ist nicht so klar wie die vorige. Und doch, wenn man es ein wenig handhaben wollte, so würde sich's nach mir bequemen. Denn jeder von diesen Buchstaben ist in meinem Namen. Seht, hier folgt Prosa. Jetzt kommt der Brief. Wenn dies in deine Hände fällt, erwäge. Mein Gestirn erhebt mich über dich. Aber sei nicht bange vor der Hoheit. Einige werden hochgeboren, einige erwerben Hoheit, und einigen wird sie aufgedrungen. Dein Schicksal tut dir die Hand auf, ergreife es mit Leib und Seele, und um dich an das zu gewöhnen, was du Hoffnung hast zu werden, wirf deine demütige Hülle ab und erscheine verwandelt. Sei widerwärtig gegen einen Verwandten, mürrisch mit den Bedienten, lass Staatsgespräche von deinen Lippen schallen, lege dich auf ein Sonderlingsbetragen, das rat dir die, so für dich seufzt. Erinnere dich, wer deine gelben Strümpfe lobte und dich beständig mit kreuzweise gebundenen Kniegürteln zu sehen wünschte. Ich sage, erinnere dich. Nur zu, dein Glück ist gemacht, wo du es wünschest. Wo nicht, so bleibt nur immer ein Hausverwalter, der Gefährte von Lakaien und nicht wert, Fortunas Hand zu berühren. Leb wohl, sie, welche die Dienstbarkeit mit dir tauschen möchte, die glücklich Unglückselige. Das Sonnenlicht ist nicht klarer, es ist offenbar. Ich will stolz sein, ich will politische Bücher lesen, ich will Junker Tobias ablaufen lassen, ich will mich von gemeinen Bekanntschaften säubern, ich will aufs Haar der rechte Mann sein. Ich habe mich jetzt nicht selbst zum Besten, dass ich mich etwa von der Einbildung übermannen ließe. Sie lobte neulich meine gelben Strümpfe, sie rühmte meine Kniegürtel. Und hier gibt sie sich meiner Liebe kund und nötigt mich mit einer feinen Wendung zu diesen Trachten nach ihrem Geschmack. Ich danke meinen Sternen, ich bin glücklich, ich will fremd tun. Stolz sein, gelbe Strümpfe tragen und die Kniegürtel kreuzweise binden, so schnell sie sich nur anlegen lassen. Die Götter und meine Sterne seien gepriesen. Hier ist noch eine Nachschrift. Du kannst nicht umhin, mich zu erraten. Wenn du meine Liebe begünstigst, so lass es in deinem Lächeln sichtbar werden. Dein Lächeln steht dir wohl, darum lächle stets in meiner Gegenwart. Ich bitte dich. Götter, ich danke euch. Ich will lächeln. Ich will alles tun, was du verlangst. Und der arme Tropf tut genau das, was ihm in diesem Brief anheimgegeben wird. Er fängt an zu lächeln, sobald er die Gräfin sieht. Er trägt gelbe Kniestrümpfe. Er legt die Gürtel kreuzweise an und macht sich nur lächerlich. Aus dem ernsten Mann, den die Gräfin sehr wohl schätzt, wird ein Tropf.
Sie weiß gar nicht mehr, was sie mit ihm anfangen soll. Schließlich, sie denkt, er ist verrückt geworden. Schließlich fällt er in Ungnade, wird sogar eingesperrt und erst ganz am Schluss des Stückes wird er aus seiner ungünstigen Lage befreit und geht dann ab, wirklich mit einer sehr, sehr schlechten Stimmung und eigentlich unversöhnt. Er ist sehr verschnupft nach all dem, wie man ihm mitgespielt hat. Wir haben es hier also mit einem gefakten Liebesbrief zu tun, mit einer Korrespondenz, die nun nicht den Geliebten aus der Vergessenheit holen will, ihn sich vor Augen stellen will, sondern der ein ganz taktisches Interesse hat, der ihn strategisch benutzt. Shakespeare sagt mal an einer Stelle, Vernunft und Liebe gehen heutzutage gern getrennte Wege. Und so ist das dann tatsächlich auch mit diesem Liebesbrief. Die Vernunft versagt bei Malvolio und die Liebe und auch sein Ehrgeiz kommen zum Tragen. Dieser Brief ist darauf angelegt, zu kommunizieren. Er will gefunden werden. Er will gelesen werden und es soll gemäß seiner Anweisung gehandelt werden, die ein Wesen in den Raum stellt, das so gar nicht existiert. Es wird jemandem eine Belohnung versprochen für eine Identität, die er gar nicht hat. Der Liebesbrief weckt Hoffnung auf Erhöhung, wenn er den Anweisungen des Briefes folgt. Es ist also gar kein Liebesbrief. Er spricht gar nicht von Liebe, sondern es ist ein Brief, der reine Taktik ist, der eigentlich ein Brief ist, der den anderen zu etwas anderem machen will, als er ist. Eben der den Menschen, an den dieser Brief gerichtet ist, gar nicht liebt, so wie er ist. Und er droht. Ich zitiere noch einmal: Nur zu, dein Glück ist gemacht, wo du es wünschst, wo nicht, so bleib nur immer ein Hausverwalter, der Gefährte von Lakaien und nicht wert, Fortunas Hand zu berühren. Und die Moral von der Geschichte? Wenn der Geliebte dir Liebe verspricht, vorausgesetzt, du versprichst, dich so zu ändern, wie er es will, dann sei auf der Hut. Denn dann ist es überhaupt kein Liebesbrief und du wirst den vollkommen falschen Weg eingehen. Und du kannst von großem Glück sprechen, wenn das ein gefakter Liebesbrief ist, wenn der Liebesbrief gar nicht ernst gemeint ist, wenn es sich um eine Komödie handelt.